So, ja, herzlichen Dank für die Einladung, dass ich heute hier einen kleinen Vortrag halten kann, einen Impulsvortrag. Ich habe überlegt, was wäre gut geeignet als Impuls jetzt für den heutigen Abend. Und ich würde gerne über 10 Irrtümer sprechen, was den Nutzen oder den Einsatz digitaler Medien in der Schule betrifft. Das sind Irrtümer, die begegnen mir immer wieder. Einige sind auch meine eigenen Irrtümer, die ich begangen habe oder an die ich mal geglaubt habe. Und ich fange gleich an mit dem ersten Irrtum. Der erste Irrtum besteht darin zu glauben, dass Kinder und Jugendliche ja eigentlich im Bereich digitaler Medien gar nichts mehr lernen müssen. Ne? Also die können ja alles schon eigentlich. Ne? Das sind ja alles Digital Natives, digitale Eingeborene, die digitalen Medien mit der Muttermilch aufgenommen haben. Den kann man eigentlich gar nichts mehr beibringen. Versuchen Sie mal einem Digital Native zu sagen, dass er heute eine Datei aus dem Internet runterladen soll und sie morgen wiederfinden soll auf dem Computer. Ja, das ist relativ schwierig. Oder fragen Sie mal Digital Natives danach, was der Unterschied ist zwischen Formatvorlagen und Dokumentvorlagen bei Word. Ja? Oder versuchen Sie mal einen Digital Native dazu zu bewegen, in Tabellenkalkulationen eine komplizierte Berechnung durchzuführen. Also das sind alles Dinge, die auch Digital Natives lernen müssen. Da gibt es einen schönen Vergleich von einer Kollegin von mir, Christine Bescherer, die sagt, Kinder und Jugendliche, die in die Schule kommen, also in die erste Klasse, die können ja auch alle schon Deutsch sprechen. Die haben Deutsch sozusagen mit der Muttermilch aufgenommen und komischerweise müssen sie aber trotzdem noch 10, 12, 13 Jahre lang Deutschunterricht nehmen. Ja, weil es ganz viel zu lernen gibt im Fach Deutsch, auch selbst für Menschen, die schon Deutsch sprechen können. Wir müssen lernen, wie man schreibt, wie man liest, wie man Texte analysiert, wie man kreativ schreibt. Und genau denselben Vergleich gibt es auch im Bereich digitaler Medien. Sie können zwar digitale Medien nutzen, aber es gibt ganz viel zu lernen und dafür braucht man die Schule. So, kann man meinen. Der zweite Irrtum besteht darin, dass man sagt, ja gut, okay, Kinder und Jugendliche müssen viel lernen mit digitalen Medien, aber dafür ist doch eigentlich die Schule nicht zuständig. Ja? So ähnlich wie im Autofahren. Autofahren lernt man auch nicht in der Schule. Obwohl es ja eigentlich relativ analog ist. Ne? Man muss irgendein Gerät bedienen lernen. Auto lernt man nicht in der Schule, warum Computer? So. Schule hat natürlich jede Menge Aufträge, unter anderem Kinder und Jugendliche dabei zu begleiten, sich zu mündigen, selbstbestimmten Menschen zu entwickeln, also Menschen, die ihr Leben selbstbestimmt leben können. So. Und in der digitalen Welt gehört da dazu, beispielsweise Bescheid zu wissen, was mit Daten passiert, wie Netzwerke funktionieren, wie das Internet funktioniert, wie Algorithmen funktionieren, die Daten verarbeiten, all das muss man wissen. Ja? Und wie kann ich als Gesellschaft sicherstellen, dass die nachwachsende Generation das systematisch lernt? Da gibt es eigentlich nur einen Ort, an dem ich das sicherstellen kann, und das ist die Schule. Ja? Also den Eltern kann man das nicht überlassen, wenn man sicherstellen möchte, dass das systematisch passiert. Ja, der Unterschied zum Autofahren besteht darin, dass nicht jeder Autofahren können muss. Ja, also das gehört nicht zur Mündigkeit dazu, Autofahren zu können. Aber es gehört dazu, zu wissen, was mit meinen eigenen Daten passiert. Das hat unter anderem vielleicht sogar auch Konsequenzen auf politische Wahlentscheidungen oder Ähnliches. Der dritte Irrtum zu digitalen Medien in der Schule besteht darin zu sagen, wir müssen in der Schule überwiegend vor den Gefahren von Social Media warnen. Ja? Also, klar, es gibt jede Menge Gefahren. Es gibt Cybermobbing, Urheberrechtsverletzungen, Daten, Klau und so weiter, all diese Schwierigkeiten gibt es. Aber trotzdem gibt es einen Unterschied zwischen Technologie und beispielsweise Themen wie Drogen oder Rechtsextremismus. Ja, das sind Themen, das ist klar, die muss man im Wesentlichen mit kritischen Augen beleuchten in der Schule, aber Technologien haben neben den kritischen Teilen auch immer natürlich nützliche Aspekte. Ja, es gibt immer positive und negative Aspekte von Technologien und ich plädiere eigentlich immer dafür, nicht nur vor Gefahren zu warnen mit dem erhobenen Zeigefinger, du darfst kein Facebook nutzen, sondern digitale Medien produktiv im Unterricht einzusetzen und in dem Kontext dann auch zu besprechen, welche Gefahren es gibt. Also beispielsweise nicht einfach eine Stunde zu machen zu, ihr dürft keine Bilder hochladen und Urheberrechtsschwierigkeiten können dadurch entstehen, sondern man arbeitet mit Schülern gemeinsam im Web, produziert ein Video beispielsweise, das hochgeladen wird und in dem Kontext bespricht man, was man alles darf und was man nicht darf. Ja? Und
Unterrichts- oder digitale Medien haben ja jede Menge Vorteile auch als Unterrichtsmedium. Da kann man sich mal überlegen, was bieten eigentlich digitale Medien oder Computer gegenüber klassischen Medien mehr? Viele würden sagen Multimedia, ne? Aber das stimmt gar nicht. Multimedia kann auch ein Fernseher. Das, was Computer wirklich mehr bieten an Funktionalitäten, die im Unterricht genutzt werden können, sind Interaktivität und Vernetzung. Das haben andere Medien bislang nicht gehabt. Also wenn ich am Computer sitze und ich habe eine geometrische Konstruktion und die kann ich verändern beispielsweise, ich kann auch Parameter ändern und schauen, was passiert. Also mit interaktiven Darstellungen, was wäre, wenn, Fragen beantworten. Was passiert denn, wenn ich jetzt hier in der Gerade drehe, was passiert dann mit dem Dreieck oder so. Ne? Das konnte ich früher in Büchern nicht, das konnte ich mit keinem Medium, das kann ich jetzt mit den digitalen Medien machen. Interaktive Simulationen beispielsweise. Oder Vernetzung, ich kann mich mit anderen Menschen auf der Welt vernetzen und mit ihnen gemeinsam an Produkten arbeiten. Das ist das, was jetzt gerade in Massive Open Online Courses sehr stark zum Tragen kommt. So, und das sind natürlich positive Aspekte, die man in der Schule insbesondere auch als Verwendung als Unterrichtsmedium herausheben kann. Irrtum Nummer 4. Uralt Irrtum gibt es schon seit 100 Jahren, ja, kommt aber trotzdem immer wieder interessanterweise. Computer werden Lehrer ablösen. Also Computer können Lehrer ersetzen. Ne? Vollkommener Quatsch, kommt aber trotzdem immer wieder, jetzt gerade mit Massive Open Online Courses und einem Unterrichtsmodell, das Flipped Classroom heißt, kommt dieser Irrtum immer wieder zum Tragen. Ich verwende das Modell Flipped Classroom in meiner eigenen Mathematikvorlesung. Also früher habe ich Mathematikvorlesung gehalten, ganz klassisch an der Tafel. 200 Studenten sitzen im Raum, die einen können nach 10 Minuten nicht mehr folgen, die anderen langweilen sich, weil sie alles schon wissen. Mittlerweile mache ich es so, ich habe die Vorlesung komplett auf Video aufgenommen, die steht auf YouTube und Studierende schauen sich die Vorlesung in Vorbereitung auf die Vorlesung an. Also sitzen zu Hause, schauen das, was ich früher im Hörsaal präsentiert habe, auf Video, können jederzeit Pause machen, nochmal wiederholen, nochmal den Professor sozusagen nochmal zurückspulen, nochmal anschauen, so lange, bis man es verstanden hat. Und dann kommt man vorbereitet in die Vorlesung, die keine mehr ist, sondern das ist ein Diskussionsraum, ein Plenum, in dem wir gemeinsam Fragen besprechen, nochmal Aspekte vertiefen und so weiter. So, jetzt kommen die Ersten an und sagen, das ist ja super, ne? Bei dem Modell, wir brauchen sie ja gar nicht mehr. So, es gibt jetzt auch Video, ne, und die lernen alle mit Video und sie rationalisieren sich selbst weg. Das ist aber natürlich nicht der Fall. Jemand, der dieses Argument bringt, hat das Konzept nicht verstanden. Sondern mir geht es ja gar nicht darum, per Video zu lernen oder Online-Lernen zu machen oder E-Learning oder so, sondern mir geht es darum, die Präsenzzeit sinnvoll zu nutzen. Ich will die 90 Minuten Zeit, die wertvolle Zeit, in der Menschen zusammenkommen an einem realen Ort, um miteinander sich auszutauschen, die will ich nutzen. Dass sich 200 Leute jede Woche an einen Ort bewegen, um sich hinzusetzen und zuzuhören, dafür ist die gemeinsame Zeit zu wertvoll. Ja? Ich will, dass man in Diskussionen kommt, in Interaktionen kommt. Und dabei stören mich meine Vorträge. Und wie werde ich die Vorträge los? Na gut, per Video am einfachsten. Also Video auslagern, fertig. Da kann man sich damit vorbereiten. Dann haben wir die Präsenzzeit genutzt. Also es geht eigentlich um die Nutzung digitaler Medien im Dienste einer guten Präsenzzeit. Was nicht zu ersetzen ist der soziale Kontakt. Ja, also den sozialen Kontakt, den man so im Zwischenmenschlichen hier im realen Raum hat, das kann man über digitale Medien im virtuellen Raum nicht abbilden, nicht gleichmäßig abbilden. Ja klar, Gott sei Dank, klar. Auf der anderen Seite bieten digitale Medien natürlich dann die Möglichkeit, in Austausch zu treten, wenn man nicht im realen Raum zusammenkommt, beispielsweise wenn man sich gerade an verschiedenen Orten befindet. Und genau darum geht es eigentlich letztlich abzuschätzen, wann digitale Medien gut sind und wann sie nicht gut sind und welche Funktionen sie erfüllen können und welche nicht. So, Irrtum Nummer 5, digitale Medien machen Lernen leichter. Ist natürlich nicht der Fall. Ja? Lernen ist mit und ohne digitale Medien genauso schwer wie vorher. Weil Menschen lernen, wie sie lernen, mit unterschiedlichen Medien, aber die Medien vereinfachen nicht den Lernprozess. Ja? Das will man ja eigentlich unter Umständen noch gar nicht. Manchmal wird es sogar schwieriger. Beispiel Mathematik. Ohne Taschenrechner lernt man, bestimmte Rechenverfahren durchzuführen. Wenn ich jetzt einen Taschenrechner habe, lerne ich vielleicht das Rechenverfahren, aber ich muss es vielleicht nicht so intensiv üben, weil eigentlich kann es der Taschenrechner. Dadurch, dass der Taschenrechner das kann, habe ich höhere kognitive Kapazitäten frei für andere Prozesse oder kognitive Kapazitäten für höhere Prozesse. Beispielsweise die Ergebnisse, die der Taschenrechner mir ausspuckt, zu bewerten, zu entscheiden, was bedeutet das Ergebnis,
abzuwägen, das in irgendeinem Kontext zu nutzen und so weiter. Also Prozesse, die auf einer anderen Ebene liegen, als nur das stupide Rechenverfahren durchzuführen. Ja, sondern rechnen kann der Computer, Menschen können beispielsweise diese Rechnungen oder diese Ergebnisse verwenden, um zu entscheiden, ob denn das Modell, das mathematische Modell, das dahinter liegt, ein gutes war, und das Modell zu verändern und nochmal rechnen zu lassen und so weiter. Das heißt, da wird Lernen durchaus auch schwieriger, weil man bestimmte Dinge machen kann, die man vorher nicht machen konnte, die aber einen höheren Wert haben. Ein ähnliches Beispiel ist Videolernen. Viele sagen, mit Video wird das Lernen leichter. Klar, digitale Medien begünstigen manche Prozesse. Beispielsweise kann ich bestimmte Verfahren leichter lernen, wenn sie mir jemand vorführt, in einem Video beispielsweise, als aus Texten. Ja? Wenn im Text ein Prozess beschrieben ist, dann muss ich mir aus dem Text heraus den Prozess selbst vorstellen. Das ist schwieriger, als wenn ich jemanden beobachte, der es mir erklärt. So. Das macht es leichter. Klar, anschließend aber muss ich trotzdem üben. Ich muss das Verfahren, das Rechenverfahren zum Beispiel selbst üben, selbst anwenden und so weiter. Und das wird mir nicht abgenommen. Ja? Und insofern wird Lernen nicht leichter, sondern anders unter Umständen, je nachdem, wie man die digitalen Medien einsetzt. Ja, Irrtum Nummer 6 ist, digitale Medien lösen die analogen ab. Auch nicht der Fall. Darum geht es auch nicht. Es geht nicht darum, dass irgendein Wechsel stattfindet zwischen digitalen und analogen Medien, sondern es geht darum, dass die digitalen Medien zu den analogen hinzukommen und man eine größere Vielfalt hat, aus der man als Lehrer und Lehrerin auswählen kann im konkreten Kontext. Ja? Ich habe hier immer noch die alten Medien, die alten, in Anführungszeichen, analogen Medien zur Verfügung, und ich wähle aus, was für meinen Zweck am sinnvollsten erscheint. Vielleicht fällt Ihnen auf, dass ich heute gar keine PowerPoint-Präsentation gemacht habe. Ja? Ich saß heute im Zug und dachte, ich muss jetzt noch eine PowerPoint-Präsentation vor heute Abend machen, und habe mich dann entschieden, nee, ist Quatsch. Weil was könnte ich Ihnen zeigen? Ich könnte Ihnen die 10 Irrtümer einfach als Text zeigen. Das ist Schwachsinn. Ja? Der Text kommt ja von mir. Also habe ich mir gedacht, PowerPoint-Präsentation brauche ich nicht. So. Trotzdem nutze ich digitale Medien. Vielleicht sehen, habe ich ja mein iPad liegen und da habe ich meinen Vortrag strukturiert mit Stichpunkten. Das geht einfacher digital. Das kann man umsortieren, umstrukturieren, ändern und so weiter. Ne? Und habe es auch gleich da und habe das hier als Stichpunktliste. Außerdem, was Sie vielleicht nicht sehen können, ich habe mein iPhone hinten in meiner Hosentasche und hier habe ich mein Mikro. Und ich nehme gerade auf, was ich sage, ja, weil ich das dann abspeichern kann und nach dem Vortrag hochladen ins Internet, und dann können Leute, die heute Abend nicht hier sind, sich den Vortrag anhören. So. Ich weiß allerdings, ehrlich gesagt, nicht genau, ob es klappt, weil ich es jetzt zum ersten Mal probiere. Ja. Genau. Aber da gehen wir auch dann ein bei Irrtum 10. Ja, genau. Okay. Also, es geht darum, digitale Medien zielgerichtet einzusetzen als eine Möglichkeit neben anderen Medien. So, dann Irrtum Nummer 7, das ist einer, der bei Lehrerinnen und Lehrern häufig auftaucht. Ich muss mich mit diesen Technologien jetzt noch gar nicht auseinandersetzen, sondern ich muss erst mal wissen, was ich machen will, was ich im Unterricht durchführen will, und dann beschäftige ich mich mit der Technologie. Das ist prinzipiell richtig. Das sagt auch in der Stichwort Didaktik vor Methodik. Also man muss erst mal überlegen, was soll gelernt werden und warum, und anschließend überlege ich mir, wie ich es umsetze, die Methodik und die Medien. So. Oftmals ist es aber auch so, dass dadurch, dass ich mich mit einer Technologie befasse, mit einem Werkzeug, ich erst überhaupt didaktische Ideen bekomme. Beispiel, man macht Unterricht zum lokalen Raum, also man lässt die Schüler in der Stadt beispielsweise bestimmte Dinge recherchieren, Straßennamen, wo die herkommen oder so. Ne? Und wie macht man das herkömmlich? Man lässt Aufsätze schreiben beispielsweise oder Plakate gestalten. Oftmals hat das einen sehr begrenzten Wirkungsraum. Und es ist nicht besonders motivierend, Aufsätze zu schreiben, die letztlich nur ich als Schüler sehe und der Lehrer, und anschließend landet es im Papierkorb oder im Schreibtisch oder sonst irgendwo. Es gibt die Möglichkeit, Stadtwikis zu nutzen. Was sind Stadtwikis? Wikis, also Wikis, sowas wie Wikipedia, eine Umgebung, in der man gemeinsam an Texten schreiben kann. Da gibt es auch Stadtwikis. Stadtwikis sind Umgebungen zu lokalen Städten. Beispielsweise gibt es das Stadtwiki Pforzheim. Und da steht wesentlich detailliertere Informationen drin als in Wikipedia über Pforzheim, ne? Sondern da geht es wirklich nur um Pforzheim, um Details. Und da kann jeder mitmachen. Jetzt kann man mit Schülern gemeinsam in Pforzheim beispielsweise Menschen interviewen, die dort wohnen, zu den Straßennamen beispielsweise, und dann die Ergebnisse in diesem Stadtwiki zusammentragen lassen. Was bedeutet, das, was die Schüler dort hineinschreiben, hat auch Wirkung nach außen, weil es nämlich zu diesem Community-Projekt beiträgt.
So, ist also eine erhöhte Motivation, sich da überhaupt sorgfältig auch mit zu befassen. Wenn man die Technologie nicht kennt, kommt man überhaupt nicht auf den Gedanken, das zu tun. Irrtum Nummer 8 ist, okay, digitale Medien werden noch nicht häufig in der Schule eingesetzt und es wird oft vermutet, dass es daran liegt, dass die älteren Lehrerinnen und Lehrer da noch Berührungsängste haben, sich nicht gut genug damit auskennen, deswegen nicht machen. Aber wenn die nachrückende Lehrergeneration kommt, ändert sich das alles automatisch. Ich glaube nicht, dass das passiert. Also nicht so optimistisch bin ich zumindest nicht. Ich bin deswegen nicht optimistisch, weil ich weiß, was meine Lehramtsstudierenden mitbringen. Also ich bin in der Lehramtsausbildung tätig, Mathematik, Informatik. Und die Studierenden, die kommen, die sind genauso wenig Digital Natives wie die Schülerinnen und Schüler. Die müssen auch unglaublich viel lernen. Die müssen nicht nur lernen, die Umgebungen zu verwenden, die Technologien zu verwenden, sondern sie müssen auch lernen, diese oder Ideen zu entwickeln, wie die im Unterricht eingesetzt werden können. Also didaktisch-methodische Ideen zum Einsatz von digitalen Medien. Wie macht man das? Wie lernt man das? Idealerweise sollten das die Studierenden, die zukünftigen Lehrerinnen und Lehrer in der Lehramtsausbildung lernen. Idealerweise in Kontexten, in denen sie selbst in digitalen Räumen Lernende sind. Zu diesem Zweck müssten aber die Ausbilder, also die Professoren an den Universitäten, die digitalen Medien so einsetzen, dass den Studierenden klar ist, wie man sie zum Lernen benutzt. Und vielleicht sehen Sie, wo das Problem liegt. Das findet natürlich auch zu wenig statt. Ja, also eigentlich müsste viel stärker in der Ausbildung beispielhaft umgegangen werden mit digitalen Medien. So, Irrtum Nummer 9, ich komme gleich zum Ende. Auch ein Irrtum, den Lehrerinnen und Lehrer haben, dem ich auch selbst auferlegen bin am Anfang. Wenn ich jetzt Zeit investiere in digitale Medien, in das Arbeiten oder das Aufbauen einer E-Learning-Umgebung oder das Gestalten von digitalen Arbeitsblättern, dann wird mir dieser Zeitaufwand, den ich heute reinstecke, in Zukunft irgendwann ja, zugutekommen und ich spare dann in Zukunft Zeit. Ich warte also seit Jahren auf diesen Moment, dass ich mehr Zeit habe, dadurch, dass ich früher was gemacht habe. Das passiert natürlich nicht, weil erstens die Entwicklung ist so stark, also die digitalen Medien entwickeln sich ständig weiter, es gibt immer neue Werkzeuge, immer neue Umgebungen. Das, was ich heute vorherrschend im Internet ist, das, die Dinge gab es vor 5 Jahren in dieser Form vielleicht noch gar nicht. Ja? Also muss ich ständig in diese Dinge einarbeiten. Das ist aber nicht der eigentliche Grund. Eigentlich hat es gar nichts mit E-Learning oder digitalen Medien zu tun, sondern wenn ich als Lehrperson interessiert bin an der Weiterentwicklung der Lehrqualität in meinem Unterricht, also wenn ich daran interessiert bin, mich und meinen Unterricht ständig weiterzuentwickeln, ist es ein permanenter Aufwand, den ich zu leisten habe. Völlig egal, ob es mit digitalen Medien zu tun hat oder nicht, sondern ich muss diese Zeit investieren und ich werde niemals aufhören, diesen Anspruch zu entwickeln, hoffentlich. Ja? Also die Zeit, E-Learning und digitale Medien ist immer mehr Aufwand. Man braucht mehr Zeit dafür. So, und jetzt zum 10. Irrtum. Auch eigentlich einer meiner Lieblingsirrtümer, ich kann das nicht. Das ist eigentlich ein ganz großer Irrtum. Ja? Also viele Lehrerinnen und Lehrer sagen, ich kann das nicht. So. Eigentlich ist die Frage, kann ich das, eine falsche Frage, sondern die Frage muss lauten, will ich das? Die kann man mit Ja oder Nein beantworten. Und ich bin gar nicht so unbedingt der Meinung, dass jeder die mit Ja beantworten muss. Ja, es muss nicht jeder digitale Medien im Unterricht einsetzen. Aber wenn ich digitale Medien im Unterricht einsetzen will, dann brauche ich ein paar Dinge. Nämlich erstens brauche ich Zeit. Klar, ich brauche mehr Zeit dafür, für Vorbereitung beispielsweise. Ich brauche Lust, Neues zu lernen. Also ich muss mich einlassen auf eine Umgebung, die ich bislang nicht kenne. Auch in einem Kontext, in dem es unsicher wird. Wenn ich beispielsweise mit Schülerinnen und Schülern arbeite, muss ich mich auf einen Kontext einlassen, in dem ich mich persönlich vielleicht nicht so gut auskenne. Experimentierfreude. Ich muss mit Experimentierfreude daran gehen und mit Mut zu Fehlern. Es darf auch schief gehen. Digitale Medien gehen ständig schief. Aber das ist sozusagen das Wertvolle, auch vielleicht an digitalen Medien, nicht nur, weil sie eben bestimmte Dinge im Unterricht vielleicht besser veranschaulichen oder ganz gut als Medium eingesetzt werden können, sondern weil, wenn ich digitale Medien im Unterricht einsetze, die Lehrerinnen und Lehrer, die das tun, mit diesem Einsatz eine gewisse Haltung mit in den Unterricht reinbringen, nämlich
ich bin selbst Lernender, ich kenne mich nicht so gut damit aus, ich habe keine Ahnung, ob das so funktioniert, was wir hier machen. Lasst uns mal gemeinsam ausprobieren. Wenn ich es nicht weiß, weiß es vielleicht jemand von euch. Gemeinsam schaffen wir das. Also diese Haltung der Experimentierfreude und Mut zu Fehlern und ausprobieren und kommt, wir probieren es mal aus und wenn es schief geht, ist nicht so tragisch. Dann wissen wir aber wenigstens anschließend, warum es schief gegangen ist. Diese Haltung in den Unterricht reinzubringen, das können digitale Medien leisten. Unter anderem. Okay, vielen herzlichen Dank. Applaus